Stadio Olimpico in Rom. Was für eine Kulisse für diese Partie. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen. Und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und wir zeigen Ihnen heute eine Partie am dritten und letzten Vorrundenspieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Hannover 96 gegen AS Rom. Drittes Spiel in diesem Vorbereitungsturnier. Bisher kann sich das hier alles sehen lassen. Es ist ein begeisterndes Turnier. Das sehen wir ja auch an den Fans. Sie nehmen das gut an, freuen sich, dass sie diese Akteure hier live erleben dürfen. Es ist natürlich etwas, das gab es früher in dieser Form nicht allzu häufig. Diese Turniere vor der Saison mit den großen Namen, mit den großen Stars. Und wenn die das Ganze dann am Ende auch noch ernst nehmen, dann ist das klasse für jeden Fan. Und so gehen es die Hannoveraner an. Hier die Startformation der Roma. Paul Lopez ist im Tor. Alessandro Florenzi spielt gemeinsam mit Alexander Kolarov in der Abwehr. Diego Perotti steht mit Leonardo Spinazzola auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer heißt Edin Dzeko. Und los geht's. Super dieses Zuspiel. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Suazerba. Da können Sie klären. De Rossi. Und De Rossi. Florenzi. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Jetzt De Rossi. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt die Flanke. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. Zu nachlässig, Abstoß. Edin Dzeko ist hier heute natürlich ganz wichtig für die Mannschaft. Auf seine Tore hoffen sie. Ja, ist ja klar, Wolf. Der Bosnier ist ein Spieler, der eine enorme Torgefahr ausstrahlt. War ja schon früher in Wolfsburg so. Waldemar Anton. Ballverlust. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Waldemar Anton. Rani Khedira. Henrichs. Khedira. Guter Ball nach draußen. Füllkrug. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. De Rossi. Nein, hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Jetzt ist es gefährlich. Dzeko, das muss es sein. Und da geht der Ball vom Pfosten ins Aus. Thank you.
Rani Khedira. Khedira. Waldemar Anton. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Schweinsteiger. Khedira. Henrichs. Er spielt den Pass auf den Flügel. Suat Serdar. Was macht er draus? Da geht er weit am Tor vorbei. Ja, was geht ihm da jetzt durch den Kopf? Die Führung hätte ihm natürlich, ist ja klar, gut ins Konzept gepasst. Aber jetzt weiter, alles ausgeglichen. Leonardo Bittencourt. Suat Serdar. Füllkrug. Leonardo Bittencourt. Der Pass in den freien Raum. Gut gemacht. Füllkrug. Da kommt er raus und hält den Ball. Und jetzt wird es Einwurf geben. Suat Serdar. Da kommt die Hereingabe. Gute Aktion. Kann er was draus machen? Guter Vorstoß da jetzt. Da kommt die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Er nimmt ihn mit Vollspann hier nicht die beste. Er geht in den Strafraum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball. Viel zu ungefährlich. Und damit sind sie am Ball. Khedira. Mittelstädt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Dzeko. Ah, das sieht gut aus. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Da ist er da und hat die Flanke. Leonardo Bittencourt. Suat Serdar. Henrichs. Füllkrug. Leonardo Bittencourt. Gefährlich! Da können sie jetzt flanken. Füllkrug, frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Und den Assist, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Super, wie er da das Auge für den Mitspieler hat. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt der Ballverlust. Checo. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Khedira. Waldemar Anton. Leonardo Bittencourt. Schweinsteiger. Mittelstädt. Khedira. Henrichs. Rani Khedira. Mittelstädt. Da verlieren sie den Ball. Gut geklärt, aber Einwurf. Florenzi, Fassio, Javier Pastore, Checo, Checo, der ist doch heiß. Diego Perotti, ja, könnte was werden. Jetzt wird's gefährlich. Hereingabe. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Mittelstädt. Schweinsteiger. Henrichs. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Jetzt müssen Sie aufpassen. Freistoß wird es geben für die Roma. Und es könnte durchaus sein, dass uns demnächst ein bemerkenswerter Transfer ins Haus steht. Buschi. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Leonardo Bittencourt. Ja, energischer Vorstoß. Mittelstädt. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Henrichs. Und nun Bastian Schweinsteiger. Leonardo Bittencourt. Waldemar Anton. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Guter Einsatz. Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Suat Serdar. Henrichs. Na, ja, das gibt Einwurf. Rani Khedira. Rückpass zum Torwart. Guter Vorstoß jetzt. Fängt diesen Ball ab. Pass auf die Außenbahn. Wird Einwurf geben. Rani Khedira.
Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Waldemar Anton. Henrichs. Der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das könnte der Ausgleich sein. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Henrichs. Khedira. Waldemar Anton. Mittelstädt. Leonardo Bittencourt. Defensiv machen sie es gut. Perotti. Und Pastore. Dzeko. Gute Aktion. Ja, das könnte was werden jetzt. Jetzt könnte er flanken. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Suat Serda. Macht er gut. Da ist die Flanke ins Zentrum. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Unglaubliches Staunen auch am Spielfeldrand. Klar, das war eine Riesenchance, aber nix ist es, kein Tor und er kann sich noch nicht entspannen. Leonardo Bittencourt, Mittelstädt, Schweinsteiger. Suat Serda. Was macht er draus? Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Niklas Füllkrug. Füllkrug! Keine Gefahr bei dieser Aktion. Henrichs. Waldemar Anton. Er spielt den Pass auf den Flügel. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Füllkrug. Der Ball an den Führung, weil sie diese Chance nicht nutzen. Anders ausgedrückt, weil das Alu im Weg steht. Weiter geht es mit einem Einwurf. Rani Khedira. Jetzt Schweinsteiger am Ball. Gleich 8 deutsche Meisterschaften hat Bastian Schweinsteiger feiern können. Natürlich alle mit dem FC Bayern. Und damit hat er genauso viele geholt wie Oli Kahn und Mehmet Scholl. Tja, wir sehen es an den Ballbesitzzahlen. Die Gastgeber machen im Moment, was sie wollen. Die haben alles im Griff. Und die Chancen haben sie auch. Wenn sie jetzt noch das Tor machen, dann gehen sie hier wohl einem sicheren Sieg entgegen. De Rossi. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Nicht ungefährlich. Kein guter Abschlag. Jetzt müssen sie aufpassen. Pastore. Der Ball war ziemlich harmlos. Henrichs. Suat Serda. Füllkrug.
Einwurf für den AS Rom. Füllkrug. Khedira. Waldemar Anton. Mittelstädt. Ball bei Schweinsteiger. Ball in Seitenhaus geklärt. Sie bekommen den Einwurf. Henrichs. Khedira. Waldemar Anton. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden. Khedira. Ja, das hätte was werden können. Fassio. De Rossi. Sie verlieren den Ball. Mittelstädt. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Klasse Tackling hier. Da kommt der Pass auf außen. Waldemar Anton. Henrichs. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Suat Serdar. Suat Serdar. Er kann ihn reinbringen. Und er schießt. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Der Ball kommt rein. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. De Rossi. Perotti. Sehr guter Einsatz. Suat Serdar. Schweinsteiger. Es gibt Einwurf. Waldemar Anton. Rani Khedira. Henrichs. Khedira. Mittelstädt. Schweinsteiger. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Leonardo Bittencourt. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Erklärt hier mit dem Kopf, das gibt Einwurf. Schweinsteiger. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Füllkrug.
Ja, auch ihn nimmt so eine Szene natürlich mit. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Ballverlust. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Leonardo Bittencourt. Schweinsteiger. Und da ist der Ball wieder weg. Ball bei De Rossi. Waldemar Anton. Henrichs. Rani Khedira. Waldemar Anton. Leonardo Bittencourt. Henrichs. Jetzt die Flanke. Die Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Er macht das gut bis hierhin. Hat sein Tor gemacht und in einer weiteren Szene ja wirklich etwas Pech gehabt. Sonst wäre das schon der Doppelpack gewesen.